die meist grundsätzliche Rechtfertigung von Grundeinkommen eine Rechtfertigung aufgrund von Gerechtigkeit sein soll und die Berechtigung ist das nicht. Ich habe in diesem Buch versucht, eine Gerechtigkeitsauffassung zu entwickeln, die aus seiner Folgen eines Bedingungslosen hat. Was bedeutet das? Damit möchte ich dass die Arbeitsethik und die Rechtfertigung eines Grundes praktisch nur, dass die Arbeitsethik nicht in den Institutionen, in den gesetzlich formulierten Pflichten angekörpert sein soll. Was ein Grund bedeutet, ist, dass man